Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live mit unserem Duell am Montag. Wie immer Robert Miesig zu Gast, hallo, und Andreas Mölzer. Beide Herren werden gleich über einiges diskutieren. Den Start würde ich machen mit der Niederösterreich-Wahl. Am kommenden Sonntag findet die Landtagswahl statt. Wir haben jetzt in den letzten 4 Tagen gleich 3 Umfragen gehabt, wo die ÖVP unter 40% gelegen ist. Eine Umfrage der Lassersfeld-Gesellschaft, da liegt sie bei 38%, eine Umfrage Market bei 39% und jetzt am Sonntag eine Umfrage OGM, da liegt sie sogar nur noch bei 37%. Jetzt muss man sagen, bei der Tirolwahl hat das mit den Umfragen nicht ganz so gut funktioniert. Glaubst du wirklich, dass das realistisch ist, dass die ÖVP wirklich unter 40% fallen könnte am kommenden Sonntag? Oder sind das einfach, sag ich mal, frustrierte Wähler, die jetzt halt sagen, na, ich wähle die ÖVP nicht, aber im Endeffekt dann doch das Hackerl bei Johanna Mikl-Leitner machen? Naja, der Unterschied zu der Tirolwahl ist, wenn ich das recht erinnere, in Erinnerung habe, dass dieser Ausreißer nach unten da ja nur von der Lazarsfestgesellschaft war und das dann deutlich anders ausgegangen ist. Jetzt haben wir, du hast 3 Institute genannt, ich glaube, es gibt aber auch eine Umfrage von Unique Research im Profil. Genau, da sind sie bei 40. Ja, aber es geht auch in diese Richtung und auch die FPÖ schon deutlich über der SPÖ an erster Stelle im Bund. Also im Moment würde ich eher sagen, die Umfragen gehen da jetzt alle in eine Richtung, was aber natürlich auch nicht heißt, dass es so ausgehen muss, weil sozusagen Umfragen haben ja dann auch wiederum schwer zu beurteilende Auswirkungen dann auf die Wähler selbst. Die einen finden die Richtung gut, in das geht und rennen da gern mit. Die anderen wiederum finden, naja, das ist mir jetzt aber eigentlich ein zu starker Ausschlag und tun ihre Wahlentscheidung schon auf Basis der angenommenen Trends, sagen wir mal nicht Ergebnisse, aber Trends sozusagen die treffen. Das ist auch eine interessante Frage, die jetzt natürlich auch im Hinblick, das wird ja jetzt auch schon diskutiert, inwiefern Umfragen selber Politik machen, nicht in diesem trivialen Sinn, dass irgendwer eine Absicht hat, insbesondere wenn es Klaviere sind, aber dass es natürlich seinen Einfluss in die Wahl, auf die Wahlentscheidung hat. Ja. Ist ja ganz klar, wer sozusagen, sagen wir mal, bei 50% war und jetzt plötzlich auf 37 runterfällt und Landeshauptfrau ist, hat dann natürlich irgendwie auch den Hebel zu sagen, jetzt geht's um alles. Ja? Wiederum auf der anderen Seite, wer steigt und wer sinkt, also wer sinkt, ist dann gleich quasi der Loser, bevor die Wahl überhaupt begonnen hat und wer will beim Loser schon dabei sein. Also, dass Umfragen einen Einfluss dann auf die Wahlentscheidung haben, das soll man natürlich auch nicht vergessen. Robert Miesig hat es jetzt gerade schon angesprochen, dass das natürlich auch eine Mobilisierung ist. Und es gibt ja viele Beobachter, die schon sagen, naja, die ÖVP nützt diese Umfragen vielleicht sogar, oder diese Umfragen nützen der ÖVP vielleicht jetzt sogar eher in der letzten Woche, als dass sie ihr schaden, weil doch viele potenzielle ÖVP-Wähler dann vielleicht weder einen Landeshauptmann Landbauer noch einen Landeshauptmann Schnabel haben wollen. Glauben Sie das, dass das zu so einem Mobilisierungseffekt noch führen könnte in den letzten Tagen? Naja, in Tirol hat es ja auch funktioniert, ne, in diesem Sinne, ne, dass man doch gesagt hat, das ist alles so katastrophal und wir müssen jetzt die letzten Reserven mobilisieren, damit wir, in dem Fall wir, die ÖVP, halt doch nicht so schlecht abschneiden. Ne. Aber es kommt ein zweiter Effekt dazu. Erstens Mobilisierung natürlich, ein Versuch zu mobilisieren. Ne. Die letzte Pfarrerkirchin aus Niederösterreich wird jetzt zur Wahlurne getrieben, damit also die Prozente nicht allzu sehr runterwurzeln. Aber auf der anderen Seite hat es einen zweiten Effekt. Wenn man jetzt so heruntergeschrieben oder herunter von den Umfragen so niederbewertet wird und dann doch nicht so schlecht, die sagt man, wir haben ja eh gewonnen, wir sind ja eh nicht so schlecht gewesen, wir haben eh nicht so schlecht abgeschnitten. Ne? Und jetzt muss man natürlich auch, wenn man, auch wenn man nur, was weiß ich, 39% oder 40% und jetzt sind wir bestätigt und jetzt werden wir natürlich wieder Landeshauptfrau werden, weil das ja eh nicht so schlimm war. Ne? Also dieser Effekt ist da. Aber das, was der Herr Miesig gesagt hat, stimmt natürlich. Es gibt auf der einen Seite den Lemming-Effekt, ne? Dass die Leute sagen, ja, alle sind jetzt so dagegen und wir stimmen mit. Oder es gibt den Mobilisierungseffekt. Beides ist natürlich auch Politik. Das heißt also, es wird schon mit Umfragen natürlich auch Politik gemacht. Jetzt hat der Herr Mölzer das gerade angesprochen. Bei der Tirolwahl hatten wir das ja. Da hat dann Anton Mattl und die ÖVP gesagt, naja, Umfragen waren viel schlimmer und war eh toll, dass wir im Endeffekt nur 10% oder sogar mehr verloren haben. Ab wann kann die ÖVP ein Ergebnis in Niederösterreich denn als Erfolg verkaufen? Weil dass sie verlieren, ist unbestritten. Die absolute Mehrheit wird weg sein. Die Frage ist ja nur, wie groß wird der Verlust? Ab wann
Ist das deiner Meinung nach ein blaues Auge? Naja, genau, das ist eben die Frage der Differenz. Du hast vorher gesagt, der Bank kann das als Erfolg verbuchen. Also Erfolg ist relativ. Also Erfolg unter Anführungszeichen. Ich würde sagen, alles über 40 ist, also 40 ist die Wasserscheide, alles über 40 ist etwas, wo Sie jetzt natürlich sagen können, ist nicht so schlimm gekommen. Erfolg wäre vielleicht noch ein zu großes Wort. Erfolg kennen Sie auch. 10% verliere von Erfolg zu Erfolg können Sie wahrscheinlich unter der gegenwärtigen Stimmungslage bei 43 sagen. Und alles, wo kein Vierer davor steht, das ist ja auch so eine psychologische Geschichte. An sich ist es ja irgendwie wurscht, ob es 39,9 oder 40,01 ist. Aber das macht wahrscheinlich in dem Fall einen großen Unterschied. Aber eines kommt davor, dazu. Bei einer Partei, die bundesweit jetzt bei 20, 22, 23% liegt, ist natürlich für die niederösterreichische ÖVP zu sagen, ja, wir haben aber immerhin noch 40. Ne? Das ist ja innerparteilich auch ein Faktor. Ne? Wir wissen ja, dass die niederösterreichische ÖVP eigentlich der bestimmende Faktor in der Volkspartei insgesamt ist. Ne? Und das zu behaupten, ist natürlich auch ein Ziel dieser Wahl für die Niederösterreicher. Oder? Würde ich hier gleich als nächstes dazu kommen, vielleicht davor noch ganz kurz. Ist es Ihrer Meinung nach eigentlich unfair, dass Johanna Mikl-Leitner da so abgestraft wird, bekommt ihr da jetzt ihr Fett weg, eben für die Bundesregierung und die generell, muss man sagen, schlechte Stimmung, die derzeit herrscht? Oder ist es schon auch eine Landtagswahl und eine Abrechnung mit Ihrer Politik? Nein. Ich meine, es ist natürlich klar, dass also das, was an Skandalen im ÖVP-Bereich, an mutmaßlichen Korruptionsfällen aufgepoppt ist, dass das natürlich auch einer Landespartei, allzumal wenn es eine bestimmende Landespartei ist, schadet, ist ja völlig klar. Ne? Aber ich will jetzt nicht den Ex-Offo-Verteidiger der Frau Mikl-Leitner spielen. Hätte mich auch gewundert. Mich auch. Aber es wäre natürlich, es ist natürlich schon so, dass die Frau Mikl-Leitner den Erfolg, den ihr Vorgänger, der Pröll, hat, der natürlich nicht wiederholen kann. Ne? Liegt an der Bundespolitik, liegt aber auch an der Landespolitik. Es sind Landeswahlen und die Wähler sind nicht so dumm, dass sie das nicht unterscheiden können. Wie sehr wird da differenziert zwischen Landeswahl und Bundeswahl, glaubst du? Ich glaube, da wird schon differenziert, aber es geht ein in die Wahlentscheidung eine Fülle an Motiven. Und da zu sagen, und das wird natürlich jetzt naheliegend bei der ÖVP Niederösterreich zu sein, wenn man verliert, zu sagen, der Bund ist schuld oder die allgemeine Stimmung gegen uns in der ÖVP, das halte ich in dem Fall schon für falsch, ja? Weil die niederösterreichischen Wählerinnen und Wähler schauen schon sehr genau auf das, was in ihrem Bundesland passiert. Und da ist es ja gerade Niederösterreich, wo ein hoher Filz da ist, wo die ÖVP alles unter Kontrolle hat und wo du aber auch im Unterschied zu anderen Bundesländern, ja, also jetzt will ich nicht sagen, dass es überall Gold ist, aber es ist in Niederösterreich schon mal besonders arg. Ja? Also es gibt in Niederösterreich natürlich fast überhaupt keine kontrollierenden, unabhängigen Medien. Und das ist natürlich, was die Wiener Landespolitik betrifft, wo alle Medien sind, natürlich ganz was anderes. Aber es ist auch in Oberösterreich was anderes, wo es die oberösterreichischen Nachrichten gibt. Es ist in Salzburg was anderes, wo es die Salzburger Nachrichten gibt. Ganz zu schweigen auch von der Steiermark und Kärnten, wo es die Kleine Zeitung gibt. Also überall sind Regierende irgendwie auf dem Radar einer kritischen, nachfragenden, auch vielleicht ein bisschen reinstechenden Presse und Medien, aber in Niederösterreich ist das nicht der Fall. Das kann man sagen, im Burgenland ist auch nicht ganz anders, aber das sind die zwei Bundesländer. Und dazu kommt aber der ORF noch, ne? Der ja, genau. Natürlich in Niederösterreich besonders stark unter besonders. Dem Einfluss also, Wir reden immer so, naja, die Landesstudios, die sind immer ein bisschen eingefärbt in Richtung des Landeshauptmanns und der Landeshauptfrau, das ist schon irgendwie ein bisschen richtig. Ja? Aber wenn selbst ORF Spitzenmanager mal gesagt haben, wir haben, und die ja sozusagen quasi den ORF sicherlich im besten Licht darstellen wollen, sagen, wir haben 8 Landesstudios, die unabhängig und kritisch berichten und nicht dazu sagen, welches 9. sie nicht meinen, weil es eh klar ist, na, dann ist das etwas, was Niederösterreich natürlich schon, sagen wir mal, besonders macht. Und ich glaube schon, dass das den niederösterreichischen Wählerinnen und Wählern mittlerweile auch negativ aufstößt. Ja? Bisher war es doch oft so, dass man das zwar gewusst hat, aber sich gedacht hat, naja, wir sind wenigstens gut regiert und die kennen wenigstens was und da fehlt es ja, wir kennen ihn schon. Ja? Aber jetzt ist, glaube ich, schon auch etwas, wo die Leute sehr kritisch draufschauen und das zahlt auch in die jetzige Umfragesituation ein. Es ist nicht nur der Bund. Was heißt denn dieses Wahlergebnis oder was wird dieses Wahlergebnis für Auswirkungen auf den Bund und die Bundesregierung haben? Jetzt rein hypothetisch, sagen wir mal, die Umfragen stimmen halbwegs, die ÖVP fällt wirklich unter 40%, wackelt dann auch
der Bundeskanzler? Ja, sicher. Schauen Sie, es ist der Beginn der türkis-schwarzen Götterdämmerung. Ne? Wenn also in Niederösterreich da die absolute fällt, und das ist sicher, wenn es dramatisch fällt, dann hat das Auswirkungen auf die so stark Niederösterreich gesteuerte Bundes-ÖVP, die ja sowieso im Umfragetief ist und wo wir wissen, dass die also einer Wahl entgegenzittern, zum spätestmöglichen Zeitpunkt wahrscheinlich. Ne? Und das hat also ganz konkrete Auswirkungen. Ob es jetzt deswegen zu vorgezogenen Neuwahlen käme, weil allgemein das System zusammenbricht, das glaube ich nicht zwingend. Es ist natürlich auch möglich, dass etwas aus dem Ruder läuft und dass es eine Eigendynamik gewinnt. Ne? Aber insgesamt ist das für die Bundesregierung, für die ÖVP geführte Bundesregierung ein Fiasko. Mhm. Glaubst du, dass so eine Niederösterreich-Wahl einen schwarzen Tsunami auslösen könnte, der im Endeffekt die Regierung, also die Bundesregierung, dann wegspült Richtung Neuwahlen? Also erstmal müssen wir dazu sagen, wie gesagt, also es ist die Wasserscheide ist irgendwo bei 40%, und wenn man über diesen 40 liegt und sei es nur 40,01, dann schaut es anders aus als bei 38. Ja, das ist das Erste, was ich sagen würde wollen. Das Zweite ist, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie der Hebel sein soll. Ja, natürlich ist es ein Kanzler, kann sich darüber freuen, mehr als das. Das bringt ihm sicherlich ein bisschen ins Wackeln. Auf der anderen Seite ist ja die niederösterreichische ÖVP diejenige, die die stärkste Landespartei ist, die üblicherweise auch den Hebel hat, den Daumen runter und den Daumen rauf zu machen. Und die wäre ja dann selber geschwächt. Ja? Also wer da dann eigentlich die Player sein sollen innerhalb der ÖVP, die jetzt dann noch stark genug sind, zu sagen, okay, jetzt machen wir einen Neustart, das sehe ich dann eher nicht so. Und das Zweite kommt natürlich auch noch hinzu. Ich meine, es drängt ja kein anderer auf. Ja? Also wenn man jetzt in der ÖVP in diese Haltung käme, naja, mit dem Bundeskanzler geht es nicht mehr, wir müssen einen Neustart versuchen. Ja, der Finanzminister, ja, ist jetzt auch nicht gerade der erste Rüttler, und außerdem ist er gerade aufs Gesicht gefallen und liegt im Krankenhaus noch immer oder ist gerade entlassen worden. Ne? Aber Herr Messig, ist glaube ich der falsche Denkansatz. Gehen tut es ja nicht darum, was in der ÖVP passiert, gehen tut es darum, ob die Grünen auf Bundesebene sagen würden, mit der Verliererpartie wollen wir nicht mehr weitermachen. Weil den Grünen liegt es ja, einen Neuwahlantrag einem vorzeitigen zuzustimmen. Ja, wobei ehrlicherweise glauben Sie wirklich, dass die Grünen das machen, weil so billig wird es die ÖVP wahrscheinlich. Darüber haben wir ja jetzt gar nicht diskutiert. Wir haben ja jetzt um die Stabilität des Bundeskanzlers geredet und nicht über Neuwahlen. Die Frage war aber, ein Tsunami auf die Bundesregierung insgesamt zukäme. Das heißt ja vorzeitige Neuwahlen. Ne? Aber abgesehen davon, das ist natürlich die Frage, ob die Grünen sich wirklich was versprechen können davon. Ne? Weil wie Sie sagen, so billig gibt es die nach wie vor stärkste Partei des Landes nie wieder, wie jetzt im nächsten Jahr bis zur Wahl, wo sie so geschwächt ist, dass sie quasi überhaupt keine Entscheidungskompetenz mehr hat und die Grünen da alles durchsetzen mit ihren 10 Umfrageprozenten. Und auf der anderen Seite, warum sollen Sie in Neuwahlen zustimmen, die Grünen, wenn Sie selber in den Umfragen so schwach sind? Das spricht zumal natürlich das Schockerlebnis auch für die Grünen in Niederösterreich sein kann. Das soll man ja jetzt auch nicht ganz vergessen. Ja, die liegen bei 6%. Liegen jetzt bei 6%. Der Rausfall aus dem Landtag drohen. Das könnte ihnen drohen. Ja. Es gibt eine Art von, wie soll ich sagen, Guillotin-Situation bei den Grünen, bei den 4%, deren sie nahe kommen können, zumal ja auch noch, das ist jetzt vielleicht, soweit haben wir ja jetzt noch nicht diskutiert, aber es gibt ja bei der SPÖ auch den Andreas Babler, der eine Vorzugsstimmenkampagne macht von hinten heraus und die sehr gut macht, und das kann natürlich dazu führen. Aber Robert, darf ich das gleich nützen, dieses Stichwort, weil da würde ich gleich reingrätschen. In allen Umfragen liegt ja die FPÖ vor der SPÖ. Ja. Warum kann die SPÖ in Niederösterreich, aber auch auf Bundesebene, aber jetzt einmal in Niederösterreich, nicht stärker von diesem ÖVP-Verlust profitieren? Liegt das an der Pamela Rendi-Wagner? Liegt das an Franz Schnabel? Liegt das an den Themen? Woran liegt es? Naja, es liegt an einer Mischung aus all dem, würde ich sagen. Ja, also natürlich haben wir in den letzten Monaten erlebt, das muss man ja auch nochmal über die ÖVP, also wenn man über Richtung die ÖVP diskutiert, dass dieses Asylthema von der ÖVP ja hochgezogen worden ist. Einerseits aus der realen Situation gehabt, aber auf der anderen Seite auch eine Hysterisierung der Diskussion, was Kahner und andere seit dem Sommer begonnen haben, im Glauben oder was immer sie sich gedacht haben, der FPÖ da Stimmen wegnehmen zu können. In Wirklichkeit haben sie natürlich die Debatte auf ein Feld geführt, was der FPÖ nützt. So. Das heißt, es ist mal auch für die SPÖ natürlich eine Situation innerhalb der Opposition, der Konkurrenz der Opposition, wo die eine Oppositionspartei sozusagen thematisch irgendwie einen Vorteil dadurch automatisch hat. Das Zweite ist natürlich generell, wenn du als Sozialdemokratie hergehst und sagst, du wirst eine nicht grölende, nicht polarisierende, sondern eine sachorientierte
orientierte Opposition sein, die sich der Inflation stellt, die sich der Teuerung stellt, die sich auch in dem Land dann so Themen wie Kindergarten, Landarztversorgung stellt. Das sind alles wichtige Themen, aber wir wissen natürlich auch, auf die Schlagzeilen der, und Titelblätter der Zeitungen kommst du damit nicht. Das ist sozusagen das strukturelle Problem. Dass dann noch hinzukommt, dass eine Sozialdemokratie, die das Bild einer Zerrissenheit bietet, jetzt nicht wahnsinnig attraktiv ist und diese Diskussion sie in den letzten Monaten selber quasi befeuert hat, das ist das Dritte, was nur dazu führt. In Summe erklärt zumindest den Trend in den Umfragen, auch wenn wir nicht wissen, wie die Wahl wirklich ausgeht. Herr Mölzer, erlauben Sie, ich würde noch einmal kehren, den Robert Miesig, weil er doch in der SPÖ ein bisschen besser verankert ist als Sie. Sie sind der Herr des Geschäfts. Fragen. War der Franz Schnabel die falsche Entscheidung? Hättest du dir jemand wie einen Andi Babler als Spitzenkandidat gewünscht? Das ist, glaube ich, keine Frage des Wünschen, weil es geht ja jetzt auch nicht so daher, dass man sagt, okay, wir haben eine Wahl und was ist die beste Konkurrenzsituation und wen wählen wir aus? Ja? Jemand, der eine so klare gesellschaftspolitische auch so ein Bild hat, wie der Andi Babler das auch repräsentiert. Der sagt, er steht für eine Sozialdemokratie, die werteorientiert ist, die das noch ist, eine Politik von unten betreibt, das, was sie viele Wähler der Sozialdemokratie oder auch Leute, die sie nicht mehr wählen, wünschen, so quasi dieses, das ist nur ein echter Sozi, dann muss der ja auch seinen Hut in den Ring werfen. Ja. Wenn ich das richtig sehe, hat er das zumindest bisher nicht getan. Mit dieser Vorzugsstimmenkampagne tut er es zumindest auf irgendeine Art und Weise, um zumindest mal klarzustellen, wie viel kann er überhaupt mobilisieren mit dieser Haltung. Das ist schon richtig beim jetzigen Stand. Ich meine, jetzt kann ich darüber diskutieren, ist der Andi Babler auch ein bisschen vorsichtig und hat sich immer auch gut in dieser Rolle des Dreiskircher Bürgermeisters eingefügt und hat ihm nicht die Nummer 1 im Land, im Bundesland angestrebt. Das kann ich diskutieren, aber das weiß ich auch zu wenig. Jedenfalls, das ist die Situation und ich glaube, die ist auch relativ interessant, weil die Sozialdemokratie ist SPÖ jetzt in den Umfragen sicherlich hinter der FPÖ. Wir wissen aber natürlich nicht, wie viel Babler jetzt für sich als Person mobilisieren kann. Das kann ja noch eine sehr positive, aus Sicht der Sozialdemokratie oder zumindest aus Sicht von Andi Babler, eine sehr positive Überraschung werden. Das weiß man nicht und ich finde, das ist eine der mit interessantesten Fragen dieses Wahlabends am Sonntag. Apropos, die FPÖ liegt in allen Umfragen derzeit auf Platz 2. Wie sehr ist das auch Rückenwind für die Bundes-FPÖ und Herbert Kickl? Naja, bevor ich auf diese Frage eingehe, doch eine Bemerkung noch zur Sozialdemokratie. Ohne jetzt die Interna der niederösterreichischen Sozialdemokraten näher zu kennen, hat man als Außenstehender, ne, ich als Kärntner und als Nicht-Sozialist, schon das Gefühl, dass der Herr Schnabel Geschichte sein wird nach dieser Wahl, wenn das so ausgeht, wie jetzt die Umfragen das zeigen. Ne. Was dann werden wird, ob der Herr Babler oder andere, das ist die Frage, ob es auch jemand gibt, der wirklich dann den Mut hat, eine Wende herbeizuführen, weil eins muss man ja auch sagen, wenn eine Landeshauptfrau 10% der Wähler ungefähr verliert, dann ist das ja eigentlich auch ein Auftrag, es sein zu lassen und zurückzutreten. Und wenn man Anstand hätte, würde man das auch machen und nicht sagen, ja, es ist eigentlich eh nicht so schlecht, wir machen weiter wie bisher. Ne? Also das ist einmal das eine. Das andere, was die FPÖ betrifft, Ihre Frage betreffend, es ist natürlich schon, wie soll man sagen, ein Erdrutsch. Ne? Die FPÖ war in Niederösterreich ja fast nicht vorhanden in früheren Zeiten. 10% plus. Naja, aber ja. Vor Haider war da überhaupt nein, nichts. Nein, ich sage, ne? Wenn sie auf 25 kommt, und jetzt, 10% jetzt plus. Jetzt ist auf einmal eine Partei, die stärker wie die SPÖ ist, mit plus minus 25% oder was auch immer. Ne? Das ist natürlich schon ein Erdrutsch und das sind sicher weitgehend ehemalige ÖVP-Wähler, aber auch wahrscheinlich sozialdemokratische Wähler aus dem Arbeiterbereich, aus dem ehemaligen. Und Wähler, die vorher nichts anderes gewählt haben. Ich meine, wir vergessen ja, ja. Das ja oft, dass neue Generationen geboren werden. Umso schöner für die FPÖ, wenn die neuen Generationen die FPÖ wählen. Ne? Aber das ist natürlich schon ein Mirakel, ein politisches, ne? Das aber auch aufgrund der Schwäche der politischen Gegner. Und das ist vor allem eine Riesenverantwortung. Ne? Und das hoffe ich eben, dass das meine Freunde, der Herr Landbauer und wie sie alle heißen, der Herr Waldhäusl, der ja und bewährter Landesrat ist und dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sind. Ne? Und es wäre natürlich auch ein Auftrag, eine ÖVP, die 10% verliert, abzulösen, ne? Wenn sie ihr Partner traut. Das ist ein gutes Stichwort. Die ÖVP wirbt ja bereits damit, wenn die ÖVP abgewählt wird, dann kommt Blau-Rot, dann kommt eine Koalition aus FPÖ und SPÖ mit entweder einem Landeshauptmann Landbauer oder Rot-Blau mit einem Landeshauptmann Schnabel.
Ist das realistisch? Glaubst du, dass die SPÖ sich da drüber trauen würde, um die jahrzehntelange Herrschaft der ÖVP zu brechen in Niederösterreich? Ja, das weiß ich nicht. Also ich meine, so nah bin ich da jetzt den handelnden Akteuren auch nicht. Ich würde nur warnen davor, und ich glaube, dass auch neben der grundsätzlichen Haltung ja auch pragmatisch ein bisschen was dagegen spricht, so satt würde die Mehrheit nicht sein. Und wenn ich da den, ich glaube, bei euch auch den Franz Schnabel gehört habe, oder ich habe ihn nicht gehört, aber es wurde mir berichtet aus sekundärer Hand, dann sagt er, schließt er ja zwar eine Koalition mit der FPÖ nicht definitiv aus, sagt aber auch dazu, naja, das wird es mir nicht spüren, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man 53% an Mandaten im Landtag hat, SPÖ und FPÖ, sondern doch, eher gut. Weniger. 51 würden auch. Naja, nein, gerade bei so einer heiklen Sache, die ja auch eine Wende wäre in der grundsätzlichen Haltung einer Partei, brauchst du ein bisschen mehr als ein Mandat überhang. Also das ist ein pragmatisches Argument, das auch nochmal dagegen spricht. Ja. Und grundsätzlich würde ich auch davor warnen, schon alleine aufgrund der Selbstradikalisierungsprozesse der FPÖ in den letzten Monaten, ja auch dieses Ordinäre des Wahlkampfs, da werden irgendwelche Brunsplak-Poster gegenüber den Klimaaktivisten gepostet. Ja. Also das wird dann immer als radikale Opposition angesehen. Das ist doch einfach infantil, ordinär. Und genau das, was man nicht in der Diskussion will. Und auch mit Herrn Landbauer hat sie ja eher einen, der vom radikalsten Flügel der Partei ist, der immer wieder Grenzen überschreitet, auch in der Form der Sprache. Da muss man sich erstens mal als Wähler die Frage stellen, will ich mich dem wirklich gemein machen? Aber natürlich muss man sich als Partei auch die Frage stellen, ist so jemand überhaupt eine Koalitionsoption? Mir kommen die Tränen. Na schön, die schönen gut Geister, ist das. Die sozialdemokratischen schön, Geister, gut die, also, die Tränen also sagen, sollten nicht, Ihnen auch kommen. Zu ordinär und so. Ja, Herr Miesig, das hat mit Politik nichts zu tun, das ist eine Heuchelei. Wieso? Was ich da bin. Na, wirklich, also, die reden so schier mit denen, können wir keine Politik machen. So. Da geht's na, aber, würden Sie Moment, sowas posten? Moment, würden Sie sowas posten? Ich poste es nicht, ich bin eben, aber auch kein niederösterreichischer Politiker. Weiß auch nicht, was in Niederösterreich bei den Wählern ankommt. Ne? Schauen Sie, der Hund ist der. Man hat doch oder hätte doch jetzt als Sozialdemokratie, als FPÖ, niederst eine Verantwortung gegenüber dem Land und den Menschen. Und wenn das Land und die Menschen oder eine Mehrheit dieses System nicht mehr wollen, dann sollte man daran arbeiten, diesen Wählerwunsch zu erfüllen. Das aber finde ich. Ja, aber dann sollte man ja auch als FPÖ vielleicht auch eine Verantwortung wahrnehmen, nämlich die Verantwortung einer realistischen Politik und nicht dauernd sich zu überbieten mit immer mehr Radikalität. Wozu sollte das gut sein? Herr Miesig, das habe ja ich gerade gesagt. Na, dann ich sind hoffe, wir uns ja einig. Dass meine Freunde in Niederösterreich sich dieser Verantwortung. Sie haben das sehr verklausuliert formuliert, dass Sie das auch nicht alles gut richtig finden. Aber Herr Mölzer, ist das wirklich ein Auftrag? Weil ich meine, stimmenstärkste Partei wird die ÖVP bleiben. Da auch, hat der Miesig wieder recht. Es ist ziemlich eine knappe Partie. Je nachdem, wie das jetzt wirklich ist, mit einem Mandatüberhang im Landtag wird es sicher schwer sein, einen grundlegenden Wechsel gegen die nach wie vor stärkste Partei durchzuführen. Ne? Das ist klar. Also das wird man sehen. Der Wähler, das unbekannte Wesen, hat das letzte Wort. Ne? Meine Herren, wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter. Dann sprechen wir über das Thema Asyl. Der Bundeskanzler und der Innenminister, die sind zurzeit in Bulgarien. Einerseits wollten sie dort noch einmal deponieren, dass sie am Schengen-Veto festhalten. Andererseits will man den Grenzzaun an der EU-Außengrenze dort propagieren. Darüber sprechen wir gleich. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht es gleich weiter mit Robert Miesig und Andreas Mölzer. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir kommen zurück bei Fellner live mit dem Duell am Montag. Robert Miesig und Andreas Mölzer sind zu Gast. In dieser Runde würden wir über das Thema Asyl sprechen. Der Bundeskanzler und der Innenminister sind gerade in Bulgarien, setzen sich dort für das, ja, muss man sagen, fast Leitprojekt des Bundeskanzlers, nämlich Grenzzäune an den Außengrenzen, ein. Glauben Sie da noch dran, dass die in Ihrer Lebzeit gebaut werden? Naja, bislang hat ja die EU-Kommission da finanzielle Hilfen für den Bau solcher Grenzbefestigungen verweigert. Man wird sehen, ob sich da was ändert, ob es da Geld von Brüssel gibt. Und es ist natürlich so, die Kritiker dieser Grenzbefestigungen haben natürlich insofern recht, dass sie sagen, naja, jetzt gibt es einen Zaun, was weiß ich, wie viel 100 Kilometer zwischen Serbien und Ungarn und trotzdem kommen die Leute über Ungarn und Mauern haben historisch noch nie was gehalten. Ne? Der Lima ist die chinesische Mauer, was weiß ich, letztlich ist das immer überwunden worden. Nur ist es schon
immer ein Unterschied, ne? Ob so eine Mauer oder Grenzbefestigung sozusagen ein halbes Jahr hält oder wie der Limes 400 Jahre oder die chinesische Mauer. Ne? Also es kann so eine Mauer oder eine Befestigung, die entschieden auch entsprechend überwacht wird, schon was bringen. Ne? Vor allem gegen die Schlepperkriminalität. Das soll man nicht übersehen. Da hat also der Bundeskanzler recht. Auf der anderen Seite wissen wir, dass das Ganze auch Inszenierung ist, ne? Um sich selber jetzt als Kämpfer gegen die Balkanroute, die illegale Zuwanderung zu stilisieren. Das ist natürlich da, das haben wir jetzt zuerst schon diskutiert, dass die ÖVP das versucht hat, für sich zu instrumentalisieren, genutzt oder Glaubwürdigkeit hat sie dabei kaum gewonnen. Ne? Und das wird auch mit diesem Besuch für die österreichischen Wähler keinen großen Glaubwürdigkeitsgewinn bringen. Bringt das was, Grenzzäune aufzustellen oder gibt es dann nur andere Schlepperrouten und im Endeffekt kommen es dann halt über Norden oder übers Mittelmeer? Naja, erstens mal bringt schon alleine deshalb nichts, weil sozusagen, Sie haben da einen Zaun genannt, aber wir haben ja einen Zaun zwischen Griechenland und Mazedonien. Wir haben einen Zaun zwischen der bulgarischen und der türkischen Grenze. Wir haben Zäune an der Grenze zu Weißrussland und an all diesen, und dann haben wir natürlich auch noch ein Mittelmeer, soll man ja nicht vergessen, und an all diesen Grenzen und Außengrenzen der Europäischen Union findet ja in einem Ausmaß illegale Pushbacks statt, wie das vor vielen Jahren noch nicht der Fall geworden ist. Also Leute werden aufs offene Meer zurückgetrieben, an der Grenze zu Weißrussland sind polnisch-weißrussische, litauisch-weißrussische Grenze, hat man die Leute zurückgeschickt in den Wald, die sind dort erfroren, an den verschiedenen anderen Grenzen, dort wo es sozusagen neben den Zaun auch noch Bewachung durch Polizisten gibt, sind Hunde im Einsatz, da haben ja viele auch Bisswunden, also da passiert ja auch vieles, wo wir jetzt auch aus unserer europäischen Wertedimension sagen, naja, glaube ich, alle sagen würden, na, das, so haben wir es uns eigentlich nicht vorgestellt, also das, was wir sein wollen. Ja? Das ist die eine Geschichte. Und dann gibt es natürlich die einen, die sagen, wir haben es zwar nicht so vorgestellt, aber sind wir froh, dass es passiert, weil man sozusagen Migration bekämpfen will, was aber natürlich auch eine zynische Haltung ist. Ja? Also beginnend damit muss man also antworten, die Frage, was da eigentlich an Sinn haben soll an Zäunen, ist bis jetzt nicht beantwortet, wenn ja gerade die vielen, die jetzt da durchkommen, über Zäune oder durch solche Gegenden gekommen sind. Kleiner Einschub, wir haben sogar die noch einen Zaun zwischen der serbischen und ungarischen Grenze und der ungarische Ministerpräsident Orban spielt sich ja da auf als der große Bekämpfer der Migration, aber es kommen ganz offensichtlich auch Hunderttausende über diesen Zaun drüber und dann werden sie, wenn sie ausreichend weit im ungarischen Gebiet sind, schnell zu uns durchgewunken. Ja? Also das ist ja offensichtlich die Art und Weise, wie aus dieser philosophischen Haltung damit umgegangen wird. Und da kann man ja jetzt nicht gerade sagen, dass es ein riesengroßer Erfolg ist. Was ich jetzt aber auch nicht sage, dass es eine gute Antwort andererseits gibt. Ja, das ist ja das Dilemma, in dem wir jetzt stehen. Ein folgender Einwand. Diese inhumanen Dinge, die es gibt, ne? Hundeeinsatz, Pushback, der im Moment illegal ist, ne? Findet natürlich auch deswegen statt, weil dieser Grenzschutz, dieser Außengrenzschutz der EU halbherzig ist. Er ist insofern halbherzig, wenn Sie anschauen, die Grenzschutzbehörde Frontex, ne, die einen riesigen Verwaltungsapparat hat, aber vergleichsweise viel zu wenig Leute, die direkt an den Grenzen arbeiten. Weil wenn es so wäre, dass die Schlepper und damit illegale Migranten, die hoffen, da ins Land, wo Milch und Honig fließt, reinzukommen, wenn die sehen, es ist wirklich energisch, es ist ernst gemeint und es liegt nicht nur an einer Mauer oder an einem Zaun oder Stacheldraht, sondern es liegt an der Überwachung. Es ist wirklich ernst gemeint, es wird ernsthaft gemacht, dann wird es die Versuche nicht mehr geben und dann wird es natürlich auch die illegalen und menschenrechtswidrigen Vorkommnisse. Aber wenn ich in der Logik Ihres Argumentes bleibe, das ja nicht ganz falsch ist, dann ist ja das Logik dieses Arguments, es ist nicht ausreichend, 5 Meter hohe Zäune irgendwo hinzustellen auf eine 1000 Meter lange Grenze, sondern in Wirklichkeit muss ich die engmaschig bewachen, also zumindest alle 20 Meter so muss da ein Soldat oder sonst irgendwas stehen. Es gibt ja auch Drohnen mittlerweile. Also Drohnen und Patrouillen und alles Mögliche. Sozusagen, wenn das alles halbherzig ist, dann will ich mir aber auch wiederum nicht ausmalen, welche Art von sozusagen Gewalt ist aber dann nicht mehr an der Grenze wir brauchen. Das haben sie vielleicht in der DDR auch gesagt und dann haben sie selbst Schussanlagen aufgestellt irgendwann mal. Also dann würde ich, also man muss schon auch darüber diskutieren, nicht nur über die Menschenrechte derjenigen, die da drüber kommen, weil da gibt es ja auch, das muss man auch nicht ganz vergessen, es gibt vielleicht welche, die am Ende eines Asylverfahrens keine Asyl bekommen würden, das soll auch die Mehrheit sein, aber es betrifft ja auch welche, die das Recht hätten. Ja, aber also die können gerade die Botschaft gehen in die Österreich. Nein, können sie nicht. Ja, gerade zum Beispiel ein Beispiel an der türkisch-bulgarischen Grenze wurden schon
Erdogan kritische Journalisten zurückgewiesen, die dann in der Türkei wieder im Gefängnis gesessen sind. Das ist ja ein nicht ganz triviales Problem. Wie tun wir an diesen Orten dann wirklich die Aussortierung, nennen wir es mal so, zwischen denjenigen, die einen Anspruch auf Asyl haben und denjenigen, die keins haben? Ja? Das soll man ja auch nicht ganz vergessen. Und wir sollen ja auch vor allem auch nicht vergessen, ich habe gesagt, es geht um auch darum, um einzelne dieser Menschen, die da durchkommen. Aber es geht natürlich auch um uns. Welche Gesellschaft wollen wir sein? Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, ein Zaun an der bulgarisch-türkischen Grenze berührt uns persönlich überhaupt nicht. Auf der anderen Seite stellen wir uns vor, wir bauen einen Zaun an der ungarischen burgenländischen Grenze, ja, wo so viele auch froh sind, dass sie nicht mehr an diesem Wurmfortsatz wohnen. Es geht ja um die EU-Außengrenzen, Herr Missig. Es geht ja darum, dass die EU ernsthaft, und wenn es die EU nicht macht, müssen sie eben die einzelnen Nationalstaaten machen, ernsthaft dafür sorgen, dass Gesetze eingehalten werden, dass es keine illegale Migration geben darf. Na, ich weiß schon, dass es immer wieder Schlupflöcher gibt. Wir wissen, und dass die Kriminellen immer wieder Schlupflöcher finden. Aber die muss man tunlichst schließen. Da hat eben der Staat das Gewaltmonopol. Und ich bin der Letzte, der jetzt da Gewalteinsatz, was weiß ich, von Wasserwerfern angefangen bis Selbstschussapparaten, wie es ihre sozialistischen Brüder in der DDR installiert haben. Nein. Kleiner Untergriff. Aber dafür bin ich wirklich der Letzte. Ne? Aber wenn du es ernsthaft gemacht hast. Irgendwie muss man es umsetzen, ehrlicherweise. Weil das ist schwierig. Wenn ein Zaun dort steht, verhindert halt niemand. Wenn ich alles immer nur, da sind 30 Polizisten, die irgendwo auf 200 Kilometer die Grenze schützen sollen, dass das nichts ist, dann ist es so, wie, wer hat das gesagt, von der Regierung da ein Dirl mit Seitenteilen. Ne? Das ist auch nicht ganz, weil die sind ja jetzt keine Gartenzäune, über die du drüber hüpfen kannst. Aber ein Zaun ohne Bewachung ist nie was. Ne? Das ist ja, wissen wir ja, da gibt es eine Schere, eine Drahtschere oder einen Kabelschneider oder was und du bist durch. Ne? Also das muss einfach ernsthaft gemacht werden und es ist immer so, und deswegen ist die Psychologie auch wichtig, wenn ich den Kriminellen, ne, und jungen Männern aus der halben Welt vermittle, es ist kein Problem, da kommst irgendwo durch und wenn du einmal dort bist, dann bist du da und dann ist es wunderschön und dann wird schon. Wenn ich das vermittle, dann ist der Drang und der Druck da. Und wenn ich aber das vermittle, es geht nicht, du hast keine Chance, es geht nicht illegal, es geht nur, gibt nur legale Migration, Arbeitsmigration und was auch immer, aber diese illegale geht nicht. Dann haben wir eine Chance. Aber jetzt bleiben wir doch einmal an den Fakten. Ja? Also zunächst wurde uns gesagt, diese Migrationsströme, das flache Land, den ganzen Balkan hoch, das geht so nicht. Ja? Daraufhin hat man viele Zäune gebaut. Jetzt hat man die Zäune und es hat sich offensichtlich nichts verändert oder es wird sich schon was verändert haben. Es werden natürlich durch diese Zäune einige abgeschreckt und abgehalten werden, aber viele andere auch nicht. Ja? Und vieles und alles andere hat man eigentlich nicht versucht. Dann wäre es doch eigentlich naheliegend, Lösungen zu suchen, die man nicht schon versucht hat und die schon schlecht ausgegangen sind, sondern Lösungen zu suchen, die vielleicht mit dem Problem real damit umgehen. Sie haben zum Beispiel genannt jetzt gerade, fälschlicherweise würde ich sagen, die Leute, die ein echtes Anrecht auf Asyl haben, können sich ja bei den Botschaften melden und dort Botschaftsasyl, also bei der Botschaft Asyl beantragen, können sie natürlich nicht. Weil selbst dort, wo es möglich wäre, haben wir es abgeschafft. Ja? Und in vielen Ländern ist es natürlich nicht praktisch möglich, in einem totalitären Regime. Das im Moment wage dich mal an eine Botschaft eines westlichen Staates und versuch Asyl zu bekommen. Da wirst du eher schauen, dass du so schnell wie möglich wegkommst, wenn dein Leben bedroht ist. Und so weiter. Und natürlich könnte man auch durchaus zustimmen, dass sozusagen vieles davon nicht Flucht ist im Sinne von persönlicher Verfolgung, sondern Migration, könnte man ja gerade mit den Ländern Abkommen schließen, es zumindest versuchen. Ja, versuchen, legale Migration zu ermöglichen, ja, damit auch den Druck wegzunehmen und diese Länder dann auch dazu zu bringen, abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen. Ja. Das ist ja auch immer eine Art von Deal, den man mit anderen Ländern schließen muss. Auch das passiert ja nicht, wie Sie wissen, oder kaum. Ja, aber das kennt man ja machen. Aber Herr Missig, ja, ich weiß, und Sie sagen es auch, all das funktioniert nicht im Moment. Ne? Auch das bei Botschaften und was, das ist mir völlig klar. Ne? Es ist natürlich eine Tatsache, und das sagen inzwischen eh alle, Bundesregierung und die Opposition, dass das europäische Asylsystem gescheitert ist, ne? Oder nach wie vor nicht ernsthaft umgesetzt und realisiert wurde. Jetzt, was macht man? Was muss man jetzt machen? Und da muss ich dem Oppositionsführer Herbert Kickl recht geben. Was macht man dann als Staat, wenn das so ist? Wenn das von der Staatengemeinschaft, von der Europäischen, von der EU scheitert, müssen wir selber was machen. Ne? Und dass das unter Umständen auch mit unschönen Dingen verbunden ist, ist leider auch klar. Aber die Dinge laufen lassen, wo Österreich, wie wir jetzt gehört haben, von der EU-Kommission den höchsten Anteil in der Relation zur Bevölkerung
Regierung in der EU hat an Asylansuchen. Und so. Wir können es doch nicht laufen lassen. Es bringt ja derartige Probleme, die das Land, die Republik nicht aushält. Ja, wobei, das sind ja auch fiktive Zahlen. Und man könnte ja zumindest das tun, wo wir jetzt wenigstens schon europäische Regeln haben. Ja? Also die Leute, die zu uns hierher kommen, haben wir ja festgestellt, sind weder in Bulgarien noch in Rumänien und schon gar nicht in Ungarn registriert worden. Jetzt ist Registrierung nicht das Ende vom Lied, aber wenigstens der Anfang. Es wäre Pflicht. Wenigstens richtig, der Anfang. Ja. Das tut gerade der große Flüchtlingsbekämpfer Orban nicht mal das. Ja? Mit dem Ergebnis, dass unregistrierte Flüchtlinge bei uns ankommen, die überall schon durchgegangen sind. Ja? Dann wären sie bei uns, weil wir sozusagen die Gesetze achten, im Unterschied zu den anderen, registriert. Die bleiben ja aber, wie wir wissen, auch zu einem erheblichen Teil nicht hier, sondern ziehen dann weiter. Übrigens auch so, wie es die Schweiz macht. Die Schweiz fragt, wollt ihr bei uns Asyl beantragen? Das wollen die Grünen ja. Die haben gesagt, die ziehen nicht weiter. Es geht nicht um Wollen, wir reden jetzt über Fakten. Ne? Mhm. Die Schweiz fragt, wollt ihr bei uns Asyl? Wenn sie im Zug aufgreifen, sagt der ja, dann wird ein Asylantrag gestellt, sagt der nein, wird er registriert, kann aber dorthin weiterziehen, wo es eigentlich das Ziel seiner Migration ist. Und dann müssen sich die Länder dort dann drum kümmern. Das ist ja an sich sicherlich vernünftiger, als wir das tun. Das ist eine Pervertierung des Asylgedankens. Ja, und Asyl ist ja nicht so, dass man sich erwünscht, dass sie mit dem Club Mediterranee aber bei uns, ne? Darum geht es ja eben. Die Leute werden eben nicht dort ins Asylsystem übernommen. Und das Argument gerne nach Schweden, weil in Schweden wird schon mal klein. Bei uns wird jeder mehr oder weniger dazu gedrängt, einen Asylantrag zu stellen, der bei uns gar keinen Asylantrag stellen will. Ja? Ist dann fiktiv einige Tage im Asylverfahren oder einige Wochen, ist aber längst weiter. Da kommen solche Zahlen zustande, die natürlich mit der Realität nichts zu tun haben. Und Sie meinen, es sind eh so wenig. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich versuche nur, die Realität darzustellen. Wenn das die Realität ist, heißt das dann auch, wir haben derzeit keine Asylkrise? Wir haben schon eine Asylkrise, weil wenn 120.000 hier einen Antrag stellen und weiß ich nicht, wie viele davon, ich glaube 30.000 ist der letzte Stand, im Verfahren geblieben sind, sind es immer noch 30.000. Das ist natürlich etwas, was man mal dazu zählt, auch noch die anderen aus der Ukraine, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Etwas, was sozusagen Gesellschaften, was die Unterbringung, was die Infrastruktur und so weiter, Schulen und so weiter, alles betrifft, natürlich vor große Herausforderungen. Stellt. Ich erinnere noch mal an das Jahr 2015 und folgende, wo ja auch die damalige Regierung unter Faymann-Mitterlehner gesagt hat, glaube ich, so eine Obergrenze eingeführt hat von 33.700. Der ist man ja sozusagen auch mit den realen Zahlen schon nahe. Ja, das ist ja klar, dass es da trotzdem ein Problem gibt. Der Punkt ist nur, es ist etwas anders als diese fiktive Idee, dass wir 120.000 im Asylverfahren hätten. So haben wir nicht. Ja? So ins 30, 40. Ja, macht das macht schon einen Unterschied. Ja, schon. Aber glauben Sie mir das eine, die Österreicher oder ein guter Teil der Österreicher sehen das nicht so harmlos, wie Sie das darstellen. Das ist der Grund, warum die SPÖ Höhenflüge hat. Der Punkt ist nur, ist das Beharren drauf, dass man Fakten als Fakten wahrnimmt, ein Verniedlichen? Schauen Sie, wie soll ich sagen, angenommen in Ihrer Wohnung wären fiktiv 20 Menschen gemeldet oder in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, dann wäre die relativ voll. Ja? Moment. Würde ich sagen, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sind 7 wenig. Nein, es sind immer nur 5, jetzt aber es ist halt ein Unterschied. Bei dem Beispiel. Ist halt nehmen wir an, in meine Wohnung würden davon diese 7 oder seien es 20, ist ja wurscht, gewaltsam und ohne mich zu fragen eindringen. Was machen wir dann? Na, bleiben wir bei Ihrem Beispiel. Ja, aber das ist kein was Beispiel. Machen wir dann? Bleiben wir bei Ihrer reinen Fiktion. Ja. Bei Ihnen ist es ein Beispiel, aber wenn man es weiterdenkt, ist es keins. Ne? Nein, das ist natürlich ein Beispiel, weil wir wissen natürlich, dass Gesellschaften immer Migration haben. Ja. Auch die Idee, wir werden eine Welt ohne Migration herstellen, und gewaltsam so und gesetzeswidrig. Und das werden wir einfach so tun. Zwischen gewaltsam und gesetzeswidrig ist schon einmal ein großer Unterschied. Es ist übrigens nicht gesetzeswidrig. Die Grenze ohne Visum, ohne Pass zu überqueren, ist nicht gesetzeswidrig. Nein, das ist sehr wohl gesetzt. Nein, Sie kennen doch, schauen Sie, Sie waren europäische Parlamentarier, Sie sollten zumindest die Gesetze kennen. Das Gesetz sieht vor, dass du eine Grenze nicht illegal überschreiten kannst. Wenn du sie aber illegal, irregulär überschreitest und hinterher sagst... Ja, was ist jetzt irregulär? Was ist das? Irregulär ist eine Grenze. Wenn du dann hinterher sagst... Hören Sie mal zu. Ja? Wenn du dann hinterher sagst, ich
möchte einen Asylantrag stellen, ist der Grenzübertritt, der vorher gewesen ist, automatisch legal. Und das wird abgelehnt, das ist dann auch legal, wenn ich da bleibe, das ist alles legal, ist alles super. Es geht ja nur darum, nein, das ist nicht, der Punkt ist nur, das ist ja ein Unterschied zwischen illegaler und irregulärer Migration. Ja? Jemand, der sich eine Flucht macht und über eine Grenze überschreitet, um sein Leben zu retten, tut das nicht illegal in unserem System. Ja? Das ist sozusagen genau, das sind sozusagen die Menschenrechte, die Sie vielleicht nicht mögen, die auch die ÖVP gerne überarbeiten würde wollen. Ja. Alle Medien, die von illegaler Migration sprechen, das sind alle gegen die Menschenrechte. Nein, die leben in einer Traumwelt. Das ist gesetzeswidrig. Und wenn der dann einen negativen Asylbescheid hat, muss er 90% haben und nicht außer, ist es genauso illegal. Ne? Ja, ist gesetzeswidrig. Ja, nein, natürlich. Der Punkt, und der Staat hat die Verpflichtung zur Einhaltung, um die Einhaltung der Gesetze zu In Deutschland beispielsweise sind 300.000 Menschen im Augenblick, die eine Duldung haben, aber eine Ausreiseaufforderung. Ja? Deutschland bringt diese Menschen nicht aus dem Land. Ja, ja. Und die Frage ist, würden Sie es aus dem Land bringen? Nein, auch nicht. Schleicht sich nach Afghanistan, aber wie man das Flugzeug nach Afghanistan bringt, darauf hätten Sie auch keine Antwort. Ja. Ich würde noch gerne noch einmal zurückkommen zu dieser EU-Statistik. Da hat Österreich, wie gesagt, den größten Anstieg im letzten Jahr gehabt innerhalb der EU. Was macht denn da Österreich falsch? Warum haben wir so einen Anstieg? Und stimmt schon, viele ziehen weiter, aber Deutschland und Schweden beispielsweise einen geringeren. Naja, das sind halt gewisse Pull-Faktoren. Das ist ein schönes Land mit netten Leuten, mit einem guten Sozialsystem. Und da ist es halt für viele sehr reizvoll. Das hat Deutschland und Schweden aber auch. Ja, offenbar nicht in demselben Maße. Ne? Und bei uns spricht sich scheinbar auch in diesen kriminellen Kreisen der Schlepper herum, dass in Österreich halt alles super ist und du brauchst nur nach Wien gehen und dann kriegst du alles. Glauben die, das ist eh nicht so, das weiß ich. Ne? Aber ja, was glauben Sie denn, warum die Leute da sind? Was glauben Sie? Wunderbar, dass Sie in Ihrer Traumwelt verharren. Ja, der Punkt ist nur, Sie sind in der Traumwelt, dass das alles super ist, das ist alles nicht illegal. Ich stelle ein faktenbasiert nicht funktionierendes System. Ja. Sie wären aus Ihrer Traumwelt längst weiter, also wenn Sie mir zuhören würden, weil daraus würde logischerweise folgen, die Menschen wurden auf dem Weg zwischen Bulgarien, Rumänien, anderen Ländern, Serbien, Bosnien, nicht registriert. In Österreich wurden alle registriert. Wenn sie dann in Deutschland sind, sind schon registriert. Daraus folgt logischerweise, dass es Deutschland nicht registrieren muss, wenn es Österreich schon gemacht hat. Ja, das ist schon richtig. Ne? Naja, aber wenn Sie auch da bleiben, ja, und dann erheblich, das ist ja so, das ist ja Ihre Traumwelt, dass die alle weg sind, das ist kein Problem, es ist eh fast keiner da. Ja, also hab die ganzen Probleme, die wir haben, die sozio-kulturellen... Ich habe mich gerade gefragt, ob ich finde, dass 30.000 kein Asylkrise sind. Dann rennen Sie von einer Traumwelt und sagen, eigentlich ziehen die meisten eh weiter. Das ist also wahnsinnig solidarisch, europäisch, wenn wir froh sind, wenn sie weiterziehen. Ne? Das ist ja alles ein Wahnsinn. Ja, unsolidarisch wäre das nicht, wenn man der Meinung ist, wenn sie sich irgendwie gleichmäßig verteilt, dann haben alle circa gleich mäßig tragbares Problem. Ob das super ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist jedenfalls solidarischer, als was Ihre Freunde in Ungarn machen, die sozusagen die Leute nicht mehr registrieren und sagen, tut das Österreich. Ja? Das ist Ihr Modell. Herr Riesig, ich sage Ihnen eines, Ihre Argumentation ist der beste Wahlhelfer für Kickl. Ja, aber ich würde noch gerne diesen Ungarn-Punkt aufgreifen. Ja. Ungarn hat ja wirklich unfassbare 46 Asylanträge letztes Jahr gehabt. Aber ist das nicht wirklich ein Wahnsinn? Die Ungarn schicken jeden durch, registrieren niemanden. Bin ich pfeifen ganz auf der europäische Meinung? Solidarität. Ja, wir wissen natürlich, das kann ja auch nicht Dublin funktioniert nicht. Ne? Das wissen wir. Aber an sich ist das geltendes EU-Recht. Ne? Und es müsste natürlich jeder Staat, der erste, auch Ungarn liegt ja bekanntlich, also nur gegenüber Serbien an der Außengrenze, jeder Staat, wo die erstmals EU-Boden betreten, müsste registrieren, das wissen wir. Darauf müsste man auch drängen. Ne? Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der Orban natürlich mit einer gewissen Häme oder Schadenfreude sagt, na ja, ihr wollt das alles. Ne? Und die EU hat ja diese Willkommenskultur, das ist so toll, dann habt ihr es. Ne? Ist illegal und ich begrüße das auch nicht. Ich kann es mir nur vorstellen, dass diese Denkweise da irgendwo... Sie stellen sich aber mit einer gewissen Freude in den Augen vor. Also das sieht so uns kommen, Herr Mies. Ich finde das unlogisch. Ich stelle mir mit einer Freude vor, dass zu uns kommen. Wenn man sich ja den österreichischen Bundeskanzler und den Innenminister mit ihrer Kampagne gegen Rumänien und Bulgarien gerade anschaut, gerade wo über diese Länder ja eher wenig Menschen kommen, und dann
tun sie auf frivole, gemeine Art und Weise, die aus dem, und europäische unsolidarische Art und Weise, die aus dem Schengen-System raushalten, obwohl es ihnen schon versprochen war und obwohl alle Voraussetzungen getroffen worden sind, während man Ungarn, ich meine, wenn man das schon ernst nimmt, muss man sagen, die Ungarn muss raus aus dem Schengen-System. Wäre ich nicht dafür, aber das wäre in dieser Logik deutlich logischer. Ja? Ich bin natürlich auch nicht dafür, dass die Ungarn, die hier arbeiten und die Ungarinnen, die sozusagen wöchentlich pendeln oder oft sogar täglich pendeln, jetzt jeden Tag 2 Stunden an der Grenze stehen müssen im Stau, so wie es die Pflegerinnen und Pfleger aus Rumänien und Bulgarien jede Woche oder alle 2 Wochen, je nachdem wie die pendeln, tun müssen. Ja, die sind ja deswegen auch so sauer auf uns, weil sie wissen, was sie eigentlich an richtig Systemrelevanten für unser Land tun. Und auf der anderen Seite schasselt man es da so ab und sagt, na ja, dann stellt euch auch noch 3 Stunden an die Grenze in den Stau. Ja. Machen wir eine ganz kurze Werbepause, dann können alle kurz Luft holen, war doch eine etwas hitzigere zweite Runde. Dann sprechen wir über eine parlamentarische Anfrage, die vergangene Woche für viel Aufsehen gesorgt hat. Geschichte in der Tageszeitung Österreich, 104 Mitarbeiter beschäftigt das Kanzleramt für die Öffentlichkeitsarbeit. Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Andreas Mölzer und Robert Miesig sind zu Gast. Ich habe es vor der Pause schon kurz angesprochen. Vergangene Woche die Story in der Tageszeitung Österreich, 104 Mitarbeiter beschäftigt das Bundeskanzleramt für Öffentlichkeitsarbeit. Das ist eine parlamentarische Anfrage der SPÖ-Abgeordneten Julia Herr gewesen. Klingt auf den ersten Blick natürlich enorm viel. Das Kanzleramt sagt, naja, das war in der Vergangenheit eigentlich nie wirklich anders und es gab immer so viele und die machen ja nicht nur Pressearbeit, sondern bereiten auch Pressekonferenzen vor und betreuen die Homepage etc. Dennoch, ist das wirklich notwendig, so ein aufgeblähter PR-Apparat? Also, ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt nicht im Detail angeschaut. Also, wenn damit gemeint ist, dass auch der Bundespressedienst, der tatsächlich sozusagen Arbeiten zu erledigen der hat, ist dort drin, die über das bloße Verkaufen der Arbeit des Bundeskanzlers hinausgeht, dann sind 104 wahrscheinlich nicht viel, kann ich nicht beurteilen. Ja? Ich habe sozusagen Kanzleramte erlebt, wo es sozusagen 2 Pressesprecher gibt und sozusagen auch noch eine Social-Media-Redakteurin, die aber nicht einmal vom Bundeskanzleramt bezahlt worden ist, sondern von der jeweiligen Partei, weil eben ja klar ist, man muss ja auseinanderhalten, was ist jetzt Kommunikationen des Bundeskanzlers und was ist Parteipropaganda. Da einfach zu sagen, das dann mal gemeinsam machen lassen und von Leuten machen lassen, die man vom Staat bezahlen, also vom, aus dem Bundesbudget bezahlen, das geht natürlich nicht. Ja. Ich habe übrigens auch schon unterbesetzte Kanzleramte, was das betrifft, erlebt, ja, wo es dann wirklich nur 2 Pressesprecher gibt und eine Social-Media-Redakteurin, was nicht viel, sehr objektiv, ja, für einen Regierungschef eines EU-Landes. Ja. Aber ja, also dass es sich gerade in der ÖVP so eine Art von Kultur eingeschlichen hat, generell von, ja, was kostet die Welt und der Staat gehört uns und wir tun uns quasi so eine Parallelparteiorganisation bilden, vielleicht sogar sozusagen einzelne Player in der ÖVP auf Kosten von Ministerien, das wissen wir. Also das hat Kurz zur Perfektion gebracht im Außenministerium, wo er quasi seine ganzen Prätorianer in Stellung gebracht hat und damit natürlich irgendwie auch von der Manpower mächtiger war als die meisten anderen Politiker, vom Kanzler bis Vizekanzler. Ja? Weil das hat sich kein Kanzler und kein Vizekanzler geleistet. Das, da ist vieles im Argen und das gehört repariert. Ob die 104 jetzt tatsächlich das optimale Beispiel dafür sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Naja, das ist schon so, wie der Herr Miesig das sagt, das scheint auch Arbeitsbeschaffung für Freunde zu sein, ne, die man da entsprechend unterbringt. Und auf der anderen Seite müsste man sie ja an ihren Ergebnissen und Erfolgen messen. Und wenn ich schon so einen großen Apparat habe, dann müsste die Regierung oder der Bundeskanzler unglaublich populär sein und nicht bei 22% in den Umfragen herumkrebsen. Also so gesehen scheint es ein Apparat zu sein, der dringend nach Rückbau ruft. Ist eh ein Stichwort. Hat der Bundeskanzler derzeit ein Kommunikationsproblem in seiner Außenwirkung? Kommt er nicht durch mit seinen Themen? Weil er ist ja der Meinung, quasi er macht eine gute Politik. Also erstens mal glaube ich, dass natürlich, es ist immer schwierig, wenn der Wind gegen dich weht und
du schon so eine Stimmung hast, sind eh alles Trotteln, bringen ja eh nichts zusammen, am absteigenden Ast, da kannst du bis zu einem gewissen Grad noch so passable Politik machen, du kommst damit nicht durch. Also dieses Element gibt es natürlich, das ist das Erste. Das Zweite ist, ein Kommunikationsproblem hat der Bundeskanzler natürlich irgendwie immer schon. Vielleicht ist ja der Karl Nehammer gar nicht die schlimmste Figur, die man sich vorstellen kann, aber öffentlich hat er schon ein bisschen immer schräg gewirkt. Erinnern wir uns nur Pressekonferenzen, wo er schreit, statt normal spricht, was er jetzt auch nicht wahnsinnig sympathisch macht. Und jetzt als Bundeskanzler, zum Beispiel da jetzt unlängst in der ZIP 2 mit Armin Wolf, wo er ohne Not eine vollkommene quasi Ringkampfsituation, auch noch ein bisschen mit einer eine so bullige Körpersprache, also das ist alles nicht zu seinem eigenen Vorteil, auch wenn die ÖVPler und die Parteisoldaten da gejubelt haben, endlich sagt das einer eine, ist halt ein bisschen halb nützlich, glaube ich, weil das gefällt Parteisoldaten. Nur die Parteisoldaten muss er nicht gewinnen, die hat er ja schon. Und ich glaube nicht, dass es allzu viele Menschen im Kreis der Unentschlossenen gibt, denen diese Form der Kommunikation wirklich gefällt. Ja, es ist halt, wie gesagt, wenn du in der Negativspirale bist, dann ist es schwer rauszukommen. Und das ist wahrscheinlich, muss man gerechterweise sagen, nicht alles so schlecht, was die Regierung macht in Anbetracht der multiplen Krise, die wir haben. Auf der anderen Seite, die Außenwirkung ist einfach in Summe eher negativ als positiv. Und da nützen dann die 100 Pressemitarbeiter überhaupt nichts. Ob das dann ein paar sind, der Herr Fleischmann, glaube ich, heißt, da kommandiert oder anderer, oder ob es 100 sind. Der sitzt in der Parteizentrale. Ach so, das ist FAP. Ja gut, ja, Entschuldigung. Aber kann man diese Stimmung noch drehen, Ihrer Meinung nach? Ja, das ist die Frage. Ist das drehbar, wenn du mal in so einer Negativspirale bist? Ja, das ist wirklich die Frage, weil die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und das ist ja das, was man wahrscheinlich in Regierungskreisen, vor allem bei der ÖVP, hofft, dass man sagt, ja, in anderthalb Jahren bis zur Wahl, da kann sich so viel ändern, da sind ganz andere Themen, ganz andere Skandale, was weiß man. Ne? Das ist klar. Nur im Moment schaut es nicht so aus, ne? Wie wenn da was anderes käme. Ne? Das ist ja auch die Frage für die FPÖ, die jetzt im Umfrage hoch ist, ne? Ob das so ist wie 2015, 2016, wo sie ja auch eine Zeit lang stärkste Partei war in den Umfragen, ne? Und dann halt doch bis zur Wahl 2017 dann eben doch nur diese 26% hatte, nur unter Anführungszeichen. Ne? Das ist auch die Frage, kann die das durchtragen jetzt bis zur Wahl, diese anderthalb Jahre, und bleibt dieses negative Image, dieses negative Bild, das die Bundesregierung abgibt, bestehen? Ne? Das sind die großen Fragen, die wahltaktisch für die nächste Nationalratswahl ausschlaggebend sind. Wenn wir das natürlich vergleichen wollen mit 2015, 2016, dürfen wir halt auch nicht ganz außer Betracht lassen, dass beide Regierungsparteien in diesem Prozess ihre Spitzenleute gewechselt haben. Ah, ja. Also sozusagen sowohl die SPÖ, die von Faymann zu Kern gewechselt hat, als auch die ÖVP, die dann vor der Wahl von Mitterlehner zu Kurz gewechselt hat, was natürlich zumindest schon einen erheblichen Anteil daran hatte, dass sozusagen diese beiden Parteien wieder mit erheblichem Vorteil dastanden und die FPÖ zurückgedrängt worden ist. Ja. Es wird nicht der einzige Grund sein. Also knapp vor Wahlen stellen sich natürlich die Menschen schon auch die Frage, will ich bloß meiner Wut und Unzufriedenheit Ausdruck verleihen oder was heute eigentlich für das nur am ehesten sinnvolle fürs Land, damit man auch mit einer gewissen Sicherheitsgefühl und ohne komische Spompanadeln durch die Zukunft gebracht wird. Also ich glaube, natürlich gibt es ein Element, dass Populisten in Umfragen eher gewinnen als dann am Ende bei Wahlen. Aber ganz verlassen kann man sich da natürlich auch nie drauf. Du hast vorhin in einem Nebensatz schon angesprochen, diese doch sehr, ja, wie soll ich sagen, offensive, um es einmal freundlich zu formulieren, Vorgehensweise der ÖVP gegen den ORF insbesondere und Medien. Ja, das ist ein Interview, das ja mittlerweile fast legendär ist, des Bundeskanzlers in der ZIP 2, aber auch sonst merkt man, die ÖVP ist mit ORF derzeit eher ein bisschen auf Kriegsfuß. Das ist fast ein bisschen die alte Haider-Strategie, die man da wählt. Verstehst du das, dass die ÖVP da jetzt doch ordentlich gegen den ORF schießt? Man verstehen tut man viel, wenn man auf der Welt sich etwas anschaut aus einer Beobachterperspektive, ob man es gut findet, das ist nicht die Frage. Ja? Die ÖVP ist in der Situation, dass sie einerseits natürlich versucht, immer den ORF unter Kuratel zu bringen. Das kriegst du über den Stiftungsrat und über die mächtigsten Funktionen hin. Was dir aber dann auch nur dazu bringt, dass du die wichtigsten Managementpositionen besetzen kannst. Während unterhalb ja gerade die selbstbewussten Redaktionen, beginnend bei der ZIP-Redaktion, ZIP 2 und so weiter, ja eigentlich
unabhängigen Journalismus betreiben, da kannst du noch so viel Druck machen. Ja? Also ein bisschen wird es schon eine Folge haben. Aber wenn die ÖVP einen Generaldirektor besetzt, hat das nicht notwendigerweise eine Folge auf die Berichterstattung der Journalisten dann on the desk. Ja? Das ist ja auch das Tolle an diesen Kollegen, wofür man sie ja auch, die haben einen richtigen Druck und halten den trotzdem stand. Dafür muss man sie ja auch irgendwie loben und das muss man ja auch sozusagen schätzen. Und jetzt hat man die Situation, dass man neu verhandeln muss, die Finanzgebarung des ORF, also quasi GIS-Reform, Haushaltsabgabe, was wird da eingenommen in den nächsten Jahren. Der ORF muss beim jetzigen Stand natürlich massiv sparen und da ist natürlich das Kalkül der ÖVP, na, vielleicht können wir die noch ein bisschen mehr auf die Kantare bringen, so ähnlich wie den ORF Niederösterreich, wenn wir jetzt gerade die Geldschraube haben, an der wir drehen können. Ja? Und das unterfütterst du dann auch noch mit Einschüchterung durch so Angstkommunikation, wie das in zum Teil also dann sogar vor offenen Kameras, also bei verlaufenden Kameras funktioniert. Das ist natürlich dreckig, ja? Aber so ist das Spiel ganz offensichtlich und da spielt die ÖVP. So ist das Spiel. Ja. Aber sehen Sie das auch, dass die ÖVP da jetzt eine doch härtere Linie gegen den ORF fährt und man vielleicht nicht ganz so zufrieden ist mit dem Generaldirektor, wie man sich vorab vielleicht gewünscht hätte? Es war ja immer so, dass man doch das Gefühl gehabt hat in Österreich, gesagt, ja, der ORF, das ist halt das ist der staatseigene Rundfunk, wer ist der Staat, das ist in erster Linie repräsentiert durch die Regierung, die hat auch einen Einfluss drauf. Ne? Das war ehrlicherweise auch so, manchmal penetranter, manchmal weniger penetrant, das hat ein Gerd Bacher natürlich genug Selbstbewusstsein gehabt, um da vieles zurückzuweisen und. Dann hat es wieder Zeiten gegeben, wo es enger war. Die Journalisten selbst, der Robert Hohner, Armin Wolf. Gewinnen recht. Ne? Ja. Und das natürlich, die ÖVP sagt, na, die behandeln uns schlecht und jetzt setzen wir die Daumenschrauben an. Das ist nicht schön, ne? Aber dass es so ist, ist halt so, muss man schon sagen. Ne? Machen wir ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über den Fall, der Österreich seit über einer Woche, muss man sagen, beschäftigt. Es ist der Fall Florian Teichtmeister, der eine große Diskussion auch um Strafen und vor allem härtere Strafen für Kinderschänder und Pädophile ausgelöst hat. Die Bundesregierung hat sich da jetzt mittlerweile auf härtere Strafen geeinigt, aber reicht das oder bräuchte es vielleicht sogar noch härtere Strafen? Braucht es andere Maßnahmen wie Präventionsmaßnahmen? Und wie konnte das eigentlich so lange als Gerücht zwar bekannt sein, aber von niemandem geahndet werden? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir kommen zurück zu unserem letzten Teil der Montagsdiskussion mit Andreas Mölzer und Robert Miesig. Ich habe es vor der Pause schon angekündigt. Der Fall Teichtmeister hat für eine große Diskussion gesorgt. Und bevor wir zum konkreten Fall kommen, würde ich gerne auf die Strafen eingehen, weil da hat sich doch ein bisschen was getan in den letzten Tagen. Da ist zuerst einmal die Familienministerin und dann auch der Bundeskanzler rausgegangen, dass es hier ein höheres Strafmaß braucht. Das soll jetzt angepasst werden an Deutschland, also 5 Jahre. Als Maximalstrafe bei diesem sogenannten digitalen Delikt, das hier ja angewendet wird. Also wenn man sich Kinderpornos ansieht, aber sie nicht selber produziert. Reichen diese 5 Jahre oder ist das nicht noch immer zu wenig? Na, natürlich ist es nicht zu wenig. Die Frage ist ja für mich, ob die 2 Jahre reichen und ob man sie erhöhen muss. Da habe ich keine große Meinung dazu, weil ich ja, das müssen auch Juristen, aber auch Psychologen, Strafrechtler, Legisten, da gibt es sicher viel mehr Kompetenz. Weil grundsätzlich haben wir natürlich die große zivilisatorische Errungenschaft des demokratischen Rechtsstaats, dass man einerseits straft, um eine generalpräventive Wirkung zu erzielen, logischerweise ist das Zentrale, auch um ein bisschen so, auch wenn wir das nicht laut dazu sagen, so etwas wie das Rachebedürfnis der Gesellschaft zur Sühnung einer Tat zu gewährleisten, aber auf der anderen Seite auch nicht maßlos straft, so wie es die USA tun so, und auch nicht und sozusagen da auch eine Maßlosigkeit, eine Maßvollheit hat. In den USA haben wir dieses Prinzip an manchen Stellen gehabt.
one strike and you are out. Ja? Also da sind wir zivilisatorisch weiter und das soll man nicht über Bord werfen, nur weil eine Tat geschieht, die wir subjektiv so als widerlich empfinden, dass sie auch uns sehr stark emotionalisiert. Ja? Das ist ja klar. Oder jeden, ich meine, was heißt uns? Jeden immer emotionalisiert. Ja? Das ist ja klar. Also insofern können auch die 2 Jahre richtig sein und manchmal tut der Rechtsstaat halt wirklich weh, weil es kommt halt dann immer auch hinein, sozusagen das, was man nennt, die erschwerenden Bedingungen, aber auch die mildernden Umstände. Und da hat ja viele auch aufgeregt, dass es potenziell möglich ist, ich kann das jetzt nicht beurteilen, dass das Teichtmeister sogar mit einer bedingten Freiheitsstrafe daraus geht. Ja? Ich meine, das ist ja der Wahnsinn, dass der wahrscheinlich keinen einzigen Tag in Haft gehen wird, weil bei 2 Jahren Haft ist ziemlich wahrscheinlich, sagen eigentlich fast alle Anwälte oder Juristen, die sich da auskennen, dass man nur eine bedingte Strafe ausfasst. Das ist schon richtig, aber es hat der Herr Misik natürlich recht, wenn er im Grunde sagt, dass es eine Anlassgesetzgebung wäre, wo jetzt Politiker natürlich das Entsetzen in der Bevölkerung, in der medial entsprechend informierten Bevölkerung sozusagen zum Anlass nehmen und sagen, ah, um Gottes Willen, ne, kreuzigen den sofort und strafen, was weiß ich, Lebenslänge und alles Mögliche jetzt, um das zu übertreiben. Ne. Ich habe überhaupt kein Verständnis und kein Mitleid mit diesem Schauspieler. Aber da Anlassgesetzgebung zu betreiben, ist unklug. Es müssten wirklich eben Psychologen und Strafrechtler im Grunde schauen, wie ist das generalpräventiv, was bringt es und was bringt es auch spezialpräventiv. Und eins ist ja auch, bitte, gibt es eine Möglichkeit, so einen Menschen zu resozialisieren? Ist das therapierbar und alles das? Ja, ich weiß schon, das wollen so die Leute nicht resozialisieren, das was? Ist schwierig. Ja, und soll er jetzt liquidiert werden oder was? Ich meine, Entschuldigung, müssen wir schon am Teppich bleiben, so widerlich die Geschichte ist. Aber das ist ja geistig abnorme Rechtsbrecher. Ja, ich weiß es nicht. Ist das jetzt wirklich so, dass der also ein Leben lang weggesperrt gehört deswegen? Also, Ihr Parteikollege Dominik Knepp hat eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Aber ja, für wen bin ich eben nicht seiner Meinung. Nicht. Aber für Fälle wie... Na, aber schauen Sie, Fälle. Es ist wahnsinnig schwer, bei diesem Delikt jetzt irgendwo Verständnis, wo man gibt, also kein Verständnis, ne? Aber ein bisschen Augenmaß muss schon auch noch her. Ne? Also das kann ja nicht sein, dass man jetzt jemanden quasi liquidiert. Deswegen, so ist der europäische Rechtsstaat ja nicht ausgelegt. Ne? Ist das anders Gesetzgebung, was jetzt passiert? Na, Anlassgesetzgebung wäre es natürlich, hätte aber auf den Anlass keinen Einfluss, das muss man natürlich auch sagen. Also sozusagen eine höhere Strafe. Genau, weil die Gesetze Strafen haben auf die Nächsten, die entdeckt werden, dann seine Auswirkungen, aber nicht auf Taten, die schon bestanden, entdeckt sind. Ja? Insofern ist es Anlassgesetzgebung, aber dagegen spricht ja an sich nichts. Ja? Wenn Anlässe auftreten, die uns sehen lassen, dass es sozusagen juristisch an irgendeiner Stelle oder strafrechtlich ein Manko gibt, dann tun wir das üblicherweise dann stopfen. Oder es gibt ja auch viele Gesetze oder viele Delikte oder Dinge, die vor 20 Jahren nur als Kavaliersdelikte angesehen würden, heute nicht mehr. Und deswegen gibt es heute Gesetze. Aber auch da muss man nicht ein bisschen die Verhältnismäßigkeit sehen, oder? Weil ich glaube, das war vor 30 Jahren bloße Besitz kinderpornografischer Schriften strafbar. Ich glaube es nicht, aber ich weiß es jetzt nicht. Jetzt haben wir 2 Jahre, sagen wir wieder 5 Jahre erhöht. Karl-Heinz Grasser wurde nicht rechtskräftig zu 8 Jahren. Na, die Relation ist das noch verhältnismäßig? Ja. Aber schon. Es ist ja so, wir müssen ja, abgesehen vom Anlassfall, ne, wo keiner von uns Verständnis signalisieren will, um Gottes Willen, ne, aber muss man ja überlegen, wie ist es in der Relation zu anderen Straftaten? Das ist völlig richtig. Ne, welche Schäden, und das ist ja der indirekte Schaden, dass man das mitfinanziert, quasi die Herstellung von solchen Kindesmissbrauch und so weiter, das ist ja grauenhaft genug. Ne, aber es gibt schon ein gesellschaftspolitisches Umfeld da. Für mich ist ja interessant, warum hat es so lange eine Schweigespirale gegeben innerhalb der Kulturschikaria, wenn man das so nennen will, und. Das muss man mal schauen. Wie hängt das zusammen auch, wie schaut es aus mit der Frühsexualisierung der Kinder, wo man schon im Kleinkindbereich und. Ne? Wie war das in den 70er, 80er Jahren, wo man damals im Zuge der Liberalisierung auch überlegt hat, gerade in ultralinken Kreisen, dass eben Kinder, also einvernehmliche Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern straffrei oder damals sogar und so weiter enttabuisieren wollte. Alles das sind gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge, die in dem Fall über den Einzelfall hinaus beleuchtet werden sollten. Ja, einerseits. Auf der anderen Seite ist es natürlich
es gab immer in jeder gesellschaftlichen Phase radikale Reformen, die bis hin zu wahnsinnigen, das ist aber jetzt wirklich 30, 40 Jahre her. Ich glaube nicht, dass es irgendwo noch... Das ist wirklich, ja keine Schuldzuweisung. Nein, ich glaube nur, wenn man die Probleme definieren, ich glaube nicht, dass es unser Problem gibt, ist, dass es in irgendeiner Ecke der Gesellschaft Kindesmissbrauch und sei es bloß sozusagen Sexualität, scheinbare einvernehmliche Art mit Kindern, irgendwo noch enttabuisiert, jemand das anentabuisiert. Das ist over. Ja? Ich glaube, die entscheidende Frage bei dem, das ist das Richtige im Hinblick auf die möglichen Straferhöhungen, ist ein Strafmaß von 2 Jahren das, wenn du Ersttäter bist und sonst irgendwie lauter mit den mildernden Umständen sogar mit einer bedingten Freiheitsstrafe einhergeht, ausreichend hoch, um die generalpräventive Wirkung zu entfalten. Ja? Da verstehe ich, dass manche sagen, das ist es nicht. Das spricht dafür. Da spricht manches dafür. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, bei einem prominenten Täter wie Teichtmeister, der quasi jetzt ruiniert ist, der hat jetzt sozusagen quasi als Person lebenslänglich, ist wahrscheinlich das höhere Strafmaß. Er kann auswandern oder sich aufhängen. Bei einem nicht prominenten Täter, der vielleicht dann sogar Diversion bekommt und das wissen nur die 3 besten Freunde und die Familie, also diese generalpräventive Wirkung wahrscheinlich eher nicht. Ja. Hätte man eigentlich den Beitrag Corsage, wo ja Florian Teichtmeister den Franz Josef spielt, also eine der 2 Hauptrollen, aus dem Oscar-Rennen zurückziehen sollen? Morgen werden die vielmehr für die Oscars nominiert? Von meinem Gefühl her nicht, weil sozusagen erstens mal wurde es gedreht, nachdem das überhaupt gerichtsanhängig wurde und damit die Gerüchte auch ein bisschen bekannt wurden. Also man kann, was das betrifft, davor wurde es gedreht. Ja, sage ich ja. Also davor wurde es gedreht, Entschuldigung. Was das betrifft, der Regisseurin keinen Vorwurf machen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass er, von dem wir jetzt was wissen, was wir vorher nicht gewusst haben, diesen Film so repräsentiert. Also ich meine, es ist eine männliche Hauptrolle, aber die Hauptrollen haben die Frauen in diesem Film. Also er ist irgendwie die Nummer 3 oder Nummer 4 in diesem Film, was die Bedeutung betrifft. Also von daher würde ich nicht sagen, dass es einen moralischen, auch nur irgendwie Druck geben könnte, den zurückzuziehen. Aber was natürlich der Fall ist, ist, dass er wahrscheinlich, dass seine Chance, einen Preis zu gewinnen, eher geschrumpft ist. Und das ist natürlich real. Aber es ist ja die Frage, ob man Kunstwerk und Künstler trennen kann voneinander. Ne? Ob das Kunstwerk als solches leidet, weil der Künstler womöglich Abgründe hat oder auch Verbrecher ist oder irgendwas. Ne? Das muss man auch von Fall zu Fall überlegen. Das ist nicht falsch. Ja? Und das muss man überlegen, aber es spricht schon vieles dafür, dass das Kunstwerk als solches jetzt nicht unbedingt genuin zusammenhängt. Ne, aber dass man die Filme beispielsweise jetzt nicht mehr ausstrahlt, der ORF hat gesagt, der strahlt keine Filme und Serien mehr von Florian Teichtmeister aus, das finden Sie richtig? Oder? Das würde ich eigentlich schon, also das würde ich jetzt seltsam finden, wenn der jetzt da als liebenswürdiger, querschnittsgelähmter Kommissar über den Bildschirm... Es geht irgendwie nicht, ja, das stimmt schon, das ist schon richtig. Also da hilft uns das Gefühl mehr, gut, da ist eine Hauptrolle, ne? Aber natürlich ist er ja auch nicht der Autor der Figur, also weil Sie vom Werk und Künstler sprechen, ja, natürlich kann ich das Werk von einem faschistischen Autor wie Céline nicht trennen von ihm. Auch wenn es ein Romane, auch wenn es fantastische Romane sind und es hat mich nicht schlecht, zu einem schlechteren Menschen gemacht, sie zu lesen. Ja? Aber das ist natürlich etwas anderes, als du bist der Schauspieler. Das Werk ist eigentlich das Werk der Regisseurin und es gibt zwei Hauptdarstellerinnen noch und du bist halt sozusagen der Dritte. Da ist deine Handschrift schon eine geringere. Mhm. Abschließend noch zu diesem Fall Teichtmeister. Der Mölzer hat es in einem Nebensatz vorher schon angesprochen. Jetzt waren diese Gerüchte ja zumindest seit Herbst 2021 bekannt. Martin Kuschei, Direktor des Burgtheaters, hat ja auch gesagt, man wusste davon, man hat ein Gespräch geführt, Teichtmeister hat das halt anders dargestellt, es wurde der Aufsichtsrat informiert, es wurde die Holding informiert, die Bundestheater Holding. Dennoch ist nichts passiert, muss man sagen. Ich glaube, du hast in der Darstellung einen wesentlichen Fakt nochmal zur Verteidigung des Herrn Kuschei oder zur Dingsinterpretation unterschlagen, nämlich es wurde auch rechtliche Information eingeholt von Arbeitsrechtlern, die ihm gesagt hätten, ich kann es nicht beurteilen, dass er hier an der Stelle des Verfahrens keine Entlassung und auch keine Dienstfreistellung hat. Aber du hast Arbeitsrechtler, die das anders sehen. Es gibt wiederum Arbeitsrechtler, die es anders sehen. Das sind aber Arbeitsrechtler, die vielleicht keine Spezialisten für den Theaterkollektivvertrag, der eben ein Dienstfreistellungsverbot drinnen hat. Also ich sage nur, wir kennen das alles nicht, wissen wir, da geht es ins Detail. Ja? Auf jeden Fall glaube ich, dass Kuschei einen dramatischen Fehler gemacht hat, indem er nicht irgendwie reagiert hat. Ja, vielleicht hätte er ihn nicht dienstfreistellen können, aber ihn noch für neue Hauptrollen zu besetzen, für die er vorher noch gar nicht besetzt war. Und nur dazu eine, wo es um jemanden geht, der, glaube ich, sozusagen
bei irgendwie Online-Sex-Chats mitmacht, was also schon sehr nahe an der realen Figur des Herrn Deichtmeister ist. Also das hätte es nicht machen dürfen. Also das war ein unglaublicher Fehler. Möglicherweise hat auch die Marie Kreuzer in der Kommunikation Fehler gemacht, also die Regisseurin von Corsage. So große Fehler sehe ich in der gesamten Bubble letztlich nicht, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man Gerüchte gehört hat und die Augen zugemacht hat und den gedeckt hat, sondern man hat gehört, es gibt ein Strafverfahren, die Staatsanwaltschaft ist dran. Naja, da brauche ich normalerweise, wenn ich jetzt ein Vorgesetzter bin, relativ wenig tun, sondern da warte, bis die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren zu Ende gebracht hat. Das ist doch in Ordnung. Ja? Kann ich nicht viel dazu sagen. Okay, gut. Dann sind wir für heute am Ende angelangt. Vielen Dank. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause. Dann geht es hier gleich weiter bei uns mit den aktuellen Nachrichten des Tages. Und wir sehen uns dann am kommenden Montag wieder, beziehungsweise wir schon am Freitag.